Hallo meine Freunde, Wünsche und willkommen zurück zu Let's Play Skylanders Superchargers mit dem Len 16 und dem Drachenburschen. Ich habe mir hier gerade Saurons Gruselhelm geholt. Sieht echt ein bisschen aus wie der Hut von Sauron. Den setze ich mir gleich auf. Ja, schick, schick. Len darf auch nochmal einen... Bitte setz dir das Geweih auf, Len, bitte tu es. Der Elchhut. Das bringt null, gar nichts. Doch, es bringt dir den Elchhut. Tu es, Len. So, ich schmeiß den letzten auch noch rein. Und dafür kriegst du einen Ball. Ball, ich war nicht sicher. Strandball, platziere den legendäre Artefakt. Was bringt er denn? Er ist legendär. Wir haben den wir können Ball spielen, wir können Ball spielen. Wir haben den legendären Strandball. Nein! Oh. Er kommt wieder. Yay. Wir wollten euch auch noch andere Charaktere zeigen. Wir haben nämlich auch noch ein paar alte Charaktere, die wir wieder spielen wollten. Die kann reden. Und dann noch den letzten Trigger-Happy-Puppe. Den wollten ja auch viele von euch wieder im Spiel sehen. Deswegen werden wir den jetzt auch wieder draufsetzen. Ich darf ihn jetzt spielen. Len hat ihn mir gegeben. Das ist lieb vom Len. So ist es. Trigger-Snappy-Mini ist er. Das war ein sehr cooler Charakter. Er ist genau fast... Ja, der war auf jeden Fall cool. Ah, Stufe 9 ist der sogar schon. Mit seinem Goldtopf. Das war dieser Attacke, war echt cool. Ja. Ja, der war ein extrem cooler Charakter. Und wir wollen natürlich wieder mit Flint sprechen. Boah, du hast 11.508. Ja, aber warte mal, da könnte... Oh. Boah, stimmt dann. Ich glaube, du hast aber alles schon. Es ist so schön, ja. Mit dir zu tun. Sonst hättest du nicht so viel Kohle. Ja, das ist richtig. Naja, egal. Das ist so genial, wie der immer lacht. Weißt du was? Nein, aber du wirst mir bestimmt gleich sagen, was willst du machen? Ins Hauptmenü zurück. Nein. Du musst mir schon sagen, was du bist. Ich will einen Hut aufsetzen. Ach so, du willst einen anderen Hut aufsetzen. Ich will nämlich einen mit sehr viel kritischen Schaden. Okay. Zwei. Dann hol dir einen Hut, der hat doch 10. Da sieht doch schick aus. Ja, ich schau noch, ob noch jemand mehr hat. 9. 9. Ich nehm den. Nimm den. Du musst jetzt nicht alle 266 Hüte durchs. Nee, der hat. Wir haben eh nur 9 Hüte. Der hat 15. steht ja auch, Len. Steht ja. Steht ja super. So, dann gehen wir mal auf zu Flynn und ab ins nächste Level, würde ich sagen. Hi Skylander, bist du sicher, dass du aufbrechen willst? Wir haben alle Zeit, die du brauchst. Wie wär's mit einem Snack? Oh ja. Heute ist Hackpartentag. Na gut, dann gehen wir halt erst was essen. Es ist okay, ein wenig Angst zu haben. Ich meine, keiner von uns möchte ins Land der Gespenster gehen. Und ich schon. Hey, ich hab keine Angst, ich mag nur sehr gern Hackbraten. Also ja, wirklich. Taut am Punkt. Das Land der Gespenster muss dort sein, wo uns diese Transporter hinbringen wollten. Ich wette, Graf Moneybone hat dort irgendein grässliches Gefängnis gebaut. Oh oh, das heißt, Meister Eon ist vielleicht nicht die einzige Person, die in Schwierigkeiten steckt. Wir sollten uns beeilen und keine Zeit verschwenden. Bist du bereit, Skylander? Ja. Nö. Vielleicht finden wir auch Frodo und den Ring da, wer weiß das schon. Land der Gespenster, da wollen wir hinreißen. Ach, da wurde er hingesogen. Ja, das ist eigentlich eine Vermischung von Lego der Menschen, weißt du. Da finden wir dann auch die aus Zauberer von Oz, diese drei Chaoten. Also der Blechmann, die... Tin Man. Tin Man, genau. Oh, hallo! Ich habe mit tausenden Königen und Tyrannen gesprochen. Und sie haben alle etwas gemeinsam. Sorgen. Also, Schluss mit den Sorgen. Mein Name ist Graf Moneybone. Und ich bin hier, um zu helfen. Traditionelle Verliese und Gefängnisse führen zu Wut und Missgunst unter den Insassen. Aber nicht hier. Nun, selbst die Creme de la Creme der Skylands wird für einen belebenden Aufenthalt in einer unserer Luxus-Treptanium-Penthouse-Suiten vorbeischauen. Meine Unterkünfte sind ziemlich schick. Kommt ins dimensionale Verlies für Dehabilitierung und betrachtet die Dinge aus einer neuen Perspektive. Nennt mich verrückt. Aber ich glaube nicht, dass es mit diesem Moneybone aufwärts geht. Meinst du? Hier sieht es ganz anders aus als im Katalog. Jemand sollte mit diesem Moneybone-Typen über Ehrlichkeit in der Werbung reden. Vielleicht können wir das tun, nachdem wir Meister Eon aus dem Treptanium-Gefängnis befreit haben, Flynn. Ich verstehe, wieso das Priorität hat. Okay, was ist der Plan? Das Tor sieht ziemlich solide aus. Ich glaube, wir brauchen ein paar starke Sprengsätze.
Ja, so ein Glück, dass ich direkt neben der Tür liege. Da bin ich ganz bei dir. Wir brauchen etwas mehr Boom. Richtig? Boom. Oh. Erstmal zurücklaufen. Echt? Nee, gibt nichts mehr. Ah, sehr cool. Ah, einer der besten Charaktere. Wenn nicht sogar der coolste in Skylanders. Nice. In Skylanders. Ah, der ist herrlich zu spielen. Warum ist der eigentlich nur Level 11 und wir haben so viele Münzen mit ihm? Diese Fässer enthalten nur eine begrenzte Menge an Pulver, Skylander. Wow. Len, schnell, du schaffst es sonst nicht mehr. Achso. es rieselt weiter raus, aber es geht nicht runter. Das ist doch praktisch. Richtig. Das ist nett. Ja, so funktioniert das. Das ist anders. Ja, musst du das andere wiederholen. Okay, das wird knapp. Naja, das schon muss gehen. Ich hätte es jetzt versucht, da... Okay, da geht es nicht mehr. Hä? Das wird echt... Skylander des Lichtelements sind in dieser Zone stärker. Da kommt die Schnur. Okay, dahin. Du hast es geschafft. Ich habe mich mit dem Fass in die Luft gesprengt. Also man kann dann weiter laufen, es brennt dann nur automatisch schon. Deswegen. Okay, das ist gut. Muss man da so ein bisschen Risiko eingehen. Oh, wir haben einen Himmelstein. Einen schwachen aber leider. T-Bone Himmelstein. Zerstört eine zufällige gegnerische Himmelstein mit maximal einer Gesundheit von 2. Ist, nee. Muss geht. Na, würde ich nicht reintun ins Letto. Ja. Dann noch lieber ein paar Münzen. Wenn man ein Zerstörer-Deck bauen will, dann kann man das machen, aber sonst hat die im Deck nichts zu suchen. Ah, Trigger Snappy ist so schön. Ja. Hui. Da gibt's nichts mehr sonst. Ja. Nee. Dieser Geisterabschnitt hier, dieses Gefängnis, ist sieht hier ganz cool aus. Wobei die letzte auch ganz cool aussah, aber das Level selber war noch nicht so spannend, das letzte. Da hat so ein bisschen die Action gefehlt. Schauen wir mal, ob das in dem Level besser wird. Wieso ist hier Pulver? Stufen auf. Tut, was ihr liebt und ihr werdet keinen Tag in eurem Leben arbeiten. Hier ist Pulver. Liebt Lord Chaos und wir sorgen dafür, dass ihr nie aufhört zu arbeiten. Denkt dran, Imperator Chaos ist pro Beschäftigung. Probieren wir's mal, ne? In die Luft jagen, einfach was hinstellen, dadurch fliegen die Raketen nach oben und dadurch machst du seinen Bildschirm kaputt. Ja, mal schauen. Und dadurch bekommen wir dann irgendwas Tolles. Nein! Hofft er doch ein Bursche. Ich hab Zeug auf dem Kopf, mal, dass es da weggeht. Ja. Nah genug dran? Ja. Ja. Nice! Ha, ich hab ein gutes Auge. Cool. Cool. Wow! Tut mir doch wieder den anderen drauf. Trigger Snappy ist zwar cool, aber ich will den anderen noch ein bisschen leveln, weil der andere noch nicht komplett gelevelt ist. Also Trigger Snappy werden wir auch wieder spielen, keine Sorge, aber jetzt möchte ich erstmal hier. Jetzt müssen wir leveln. Mit zumindest mal alle Fähigkeiten für den freischalten. Zieht auf. Ja, das ist aber schon cool, der Thunderbolt. Mit Helm. Vor allem jetzt mit Saurons Helm, da ist ja. Da kann man ja nichts mehr falsch machen eigentlich. der lebende Baradur. Ja. Balkenbruch! Jetzt haben wir gleich richtig viele Münzen bekommen. Warte mal kurz, schauen wir erstmal mal auf die andere Seite rüber. Ja, das macht mir Angst. Na, das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Segway. Okay, wir haben einen Gegner auf einem Segway. Warum nicht? Hey! Mistkerl. Da, spüre die Macht des Stufenaufstiegs. Warum fallen der Helme vom Kopf? Oh, ich hab genügend Geld. Also da sind noch Typen drin in den Helmen. Ich hab mittlerweile genügend Geld, um mir meine Superfähigkeit zu kaufen. Oh, das ist doch gut. Und da ist auch. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Haben wir da reingemüsst oder müssen wir das andere Ding rein? Ich weiß, was passiert, wenn man da durchgeht. Da wird sich irgendwas umdrehen. Spezialagent 321, Codename Softpaw, meldet sich zum Dienst. Operation Kleines verlorenes Schaf läuft. Ich habe diese Gefängnisanlage monatelang infiltriert, um herauszufinden, wie man Meister Ion aus Moneybones Klauen retten kann. Es wird schwierig, aber wir können es schaffen. Okay. Ich habe gelernt, wie man diese Perspektiventore benutzt. Wenn du da durchgehst, ändert sich deine Gravitationsausrichtung und du kannst Moneybones Verteidigungen überwinden. Viel Glück, Skylander. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Softpaw taucht unter. Den kennen wir ja auch schon aus dem anderen aus. Gefangenentransfer abgeschlossen. Erstmal links, ja. Da müssen wir aber dann nochmal mit dem Fass durch. Ja, in Trap. Oder nee, da ist ein Fass dabei. Ja. Das ist ein Fass. War der bei Trap Team? Keine Ahnung. Also ich kenne ihn auf jeden Fall noch.
So, wir kommen. Ach, da kommt er. Ja, da, natürlich. Okay. Sogar Geschenke gibt's hier. Der Len in dem Fall aufmachen muss. Und dafür einen Hut bekommt. Einen Kampfhelm. Nein. Len möchte den Kampfhelm aber nicht aufsetzen. Len bleibt bei seinem komischen Gummiturban. Plus 15 kritischer Schaden. Ja. Ja, ich bin Sauron, also bitte. Oh, waren wir doch? Ja, da sind wir hergekommen. Nein. Da sind wir eben nicht hergekommen. Doch. Nee, dann müssen wir aber da lang. Da sind wir doch gerade hergekommen. Wir müssen so. Okay, da gibt's keinen. Ich dachte, da wäre noch eine. Du bist sonst da immer derjenige, der immer überall hin will. Ja, ich muss alles. Und dann erforschen. Will ich hier checken, ob da alles ist. Ja, da habe ich ja schon. Wenn ich schon nicht mehr dahin will, dann kannst du davon ausgehen, dass da wirklich nichts ist. Du bist gerade dahin gegangen, wo wirklich nichts war. Also. Rechts ist, nehmen wir das Fass vielleicht noch mit. Was? Nehmen wir das Fass noch mit. Da hinten ist ein Fass gewesen. Da kann man aber irgendwie nicht hin. Das ist kein Fass. Doch, da hinten steht ein Fass. Auf der einen Insel. Siehst du, da hinten. Da. Nee, okay. Nee. Er steht wieder 1-1, Len. Ja. Au! Also Kopfüber-Gameplay ist auch mal was Cooles. Mal was Neues. Mhm. So. Komm, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Fässer da runter? Ja. Okay, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn man so macht. Da ist das Fass, ja. Da müssen wir durch die Portale durch. Mit dem Fass. So. Wieso du? Du kannst es ja nicht. Was kann ich nicht? Gar nichts. So, du musst jetzt am besten noch die Spur kreuzen. Da. Ja, niemals die Spuren kreuzen. So, und jetzt geh weiter zur Bombe. Sollte funktioniert haben, oder? Ja, ja. Ja. Nein! Wieso hat das nicht funktioniert? Die war doch eindeutig. Also bitte. Wahrscheinlich muss es dann wirklich da explodieren. Ja. Ah. Mann, da wollten wir was Geniales machen und dann. Es war genial, es war genial. Energiebündelschloss, platziere diesen legendären Schatz in der Akademie. Machen wir, wenn wir wieder. Oh, 7 gibt's hier sogar. Da müssen wir aufpassen. So, dann machen wir den ganzen Spaß gleich nochmal. Bist du diesmal? Das nehme ich mal als ein Ja. Das ist gut, Len. Alles wird gut, Len. Das ist gut, Mann. Feuerwerk, 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 Feuerwerk. Okay. Nee, ich das lieber wieder machen, Len. Frag ja nur für einen Freund. Stell's aber direkt daneben, da kann dann wirklich nichts schief gehen. Du! War knapp, gell? Komm. Ach, jetzt hat sich's entzündet, oder was? Jetzt hat sich die Spur entzündet. Hey. Das Spiel ist gegen Len. ICBA. So, da vorne sieht's so nach einem Landfahrzeug aus. Haben wir ja da. Treffen geglückt. Schön, dass du es geschafft hast, Skylander. Dieser Weg führt zur Hauptgefängnisanlage. Du musst dein Fahrzeug mit der Bezeichnung Land benutzen, um die Anlage zu erreichen. Halt die Augen auf, Skylander. Die Gefahr lauert überall. Softpaw, Ende. Sie ist omnipräsent. So ist es. Fahrzeug, können wir dem sein Ding kaputt schlagen? Nein, hab ich gerade versucht. Aber oh, ich schau mal, ich schieße mittlerweile Blitze übrigens. Wow, du bist. Das Schwert ist echt cool. So, wer will? Du. Ich war davor schon. Okay. Dann mache ich das. Fahrzeuge des Technologieelements sind in dieser Zone stärker. Aber wir haben keine Technologie. Wir haben Feuer. Feuer. Feuer ist sehr viel besser. Man sollte meinen, durch das große Gefängnis dort zu brechen, würde einen Alarm auslösen. Na. Oh, hi. Bitte fahre ran und hebe deine Hände in die Luft. Yay, das klingt gut. Ich muss meine Hände am Controller haben, tut mir leid. Sonst würde ich das natürlich machen. Wirf die Hände unten, in die Luft. Unten. Ich glaube, unten war die bessere Variante. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo verpassen wir wahrscheinlich wieder E1, aber ja, doch wahrscheinlich hätten wir oben rumgemisst. Naja. Ich kann sie auch alle am Leben lassen, dann. Nee, fast schon.
Dann kommen wir wahrscheinlich nochmal vorbei. Au! Du verstößt gegen mehrere Regeln des Nichtbelebens. In dem Fall glaube ich aber echt den oberen Weg. Ja, ja, ja! Was ist das denn? Vulkanventile. Für Hotstreak. Rüstung und Gewicht. Warum nicht? Rüstung hätte man im letzten Part ja echt was gebraucht. Da wäre es ja fast schon knapp geworden gegen Ende. Du Lebensenergie technisch. Muss man schon aufpassen. Da ist Lebensenergie auf jeden Fall. Achte auf die Scheinwerfer. Wenn sie dich erwischen, eröffnen sie das Feuer. Schau mal, ob du ein Pulverfass mit Sprengstoff für dieses Tor findest, Skylander. Okay. Wo müssen wir hier? Oben gibt es auf jeden Fall. Oh, wow. Oben gibt es auf jeden Fall auch noch eine Herausforderung. Die würde ich jetzt erstmal versuchen. Warte mal, wo waren diese Herausforderungen? Da drüben war die, glaube ich. Da war die Herausforderung. Eins, Fässer. Zwei. Wo sind die Fässer? Alarm! Halte dich von den Scheinwerfern fern! Effektiv sind die aber auch nicht. 2, 4. 5, 6. Okay, 7, 8. Okay, wir haben aber gesehen, wo sie sind. Das passt, du musst einfach im Kreis einmal fahren. 8 habe ich nicht gesehen. Doch, war auch oben. Ja, aber habe ich, glaube ich, vorhin verpasst gehabt vielleicht. Nämlich. Alarm! Alarm! No! Das ist echt gemein. Du musst echt genau wissen, wo die Dinger sind. Ah, schon wieder verkackt. Yep. Ah, fahr doch da hoch. Du kannst R1 drücken, dann wechseln wir Platz. Nee, ein Versuch will ich. Ah, Mist. Ich wollte eigentlich sagen, einen Versuch will ich noch haben, aber dann habe ich mich doch entschlossen. Löst es oben aus. Da vorne, da löst es aus. Echt? Ich habe das jetzt noch nicht gesehen, wo man langfahren musste. Nicht Len? Nee. Ja, Len hier, nicht zögern. Wer zögert, verliert. Hier ist einer gewesen, genau. Ah, erstmal wieder umgewinnen auf die Steuerung. Ja, da ist der nächste. Da ist einer. Ja, schaut besser aus als bei mir. Muss ich hier zugestehen. Aber auch nicht gut genug. Der letzte hat dann doch leider gefehlt. Aber es war ein guter Versuch vom Len 16, muss man sagen. Kann man ihm gratulieren an der Stelle. Ich gratuliere dich gleich. Das kannst du machen. Davon schaffst du das Level aber auch nicht schneller. Wirklich? Willst du mich verarschen? Momentan nicht, Lenny. Das war eine verlockende Vorstellung, aber ja, nein. Fahr dann so rum. Das ist echt knapp, du. Das ist knapp, gell? War nicht nur, dass ich das so gnadenlos verkackt hätte. Okay. Ich bin heute zu schadenfroh, oder? Noch mehr als sonst. Wieder ein bisschen Lebensenergie. Schön. Ja. Das ist awkward. Sind wir gar nicht mehr. Jetzt steht es mit dem Verkacken schon fast Gleichstand, oder? Ja, also wenn sie das sagt. Dann mal los. Nächster Versuch. Ja, das war gut. Das war schön jetzt nach unten. Den auf halber Höhe hin. Schön direkt durch. Dann den auch direkt erwischt. Wahnsinnssache, was der Lenny abliefert. Der letzte ist natürlich der schwerste und er kriegt ihn noch. Irgendwie kriegt er ihn. Ich hatte ihn schon vorbeifahren sehen. Ja, ich auch. Aber schöne Aktion auf jeden Fall. Formel 16 kann man gratulieren. Wenn ich den ersten dann auch treffe, dann geht's auch. Weil ja, ich hab's mir eingeprägt. Ja. Da. Ja, da, hör da, auf, da. Ja zu sagen. Da, Len. Ich kann auch hier nochmal rauschen. Wir müssen das explosive Ding holen. Okay. Das ist ein Gegner gewesen. Ja. Hab mich ja versucht, um ihn zu kümmern. So ist er nicht. Was? Oh, diese Steuerung, die ist so für ein... Oh, ich kann mit dieser Steuerung nicht umgehen. Ja. Jetzt hast du die Bombe schon... Ja, klar, Len. Damit du ein bisschen Action hast hier, damit er nicht langweilig wird. Wow. So. Wo müssen wir die Bombe hin? Oh, oben, Len. Nein, nicht da nach oben. Oh, Len, was tust du nicht nach oben? Außenrum. Ja, ja. Wir haben ja genug Pulver. Das sollte reichen, oder? Also näher kriegen wir sie nicht hin. Schieß mal das Teil an der Seite an, ab, bitte. Oh, wir haben an der Seite Besuch.
nicht so gut. So, ich wäre fast gestorben. Tja, gut, dass die Rüstung war nämlich schon weg. Das ist noch so missfähig, gell? Ja. Mach die doch einfach mal kaputt. Ja, mach ich doch. Ja, mach doch. Mach ich doch. Ja, mach doch. Hab ich ja gemacht. Was zum... Okay. Jetzt wird's interessant. Gut gemacht, Skylander. Du hast den finsteren und krustigen Unterleib von Moneybones Gefängnisanlage infiltriert. Sei vorsichtig. Sie haben mehr von diesen gefährlichen Sicherheitsscheinwerfern aktiviert. Wenn sie dich sehen, bang! Geh zu Moneybones Turm, um Meister Ion zu retten. Ich treffe dich am nächsten Kontrollpunkt. Tja, dann lassen wir uns mal besser nicht treffen, würde ich sagen. Nur ein Supercharger Skylander kann Fahrzeuge anpassen. Ich brauche Leben. Du brauchst Leben? Leben, 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 Leben. Aber? 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 Das ist, wir werden ja die Reifen, die neuen bekommen, gell? Kohleschießer! Nee, das und war's. Wind! Flammenbooster! Nee, der war alt. Den hatten wir vorher schon. Mehr Rüstung und mehr Gewicht natürlich. Passt auch zu den Reifen dazu. Ja, Vulkan. Ja, gut. Doch, sieht schon ganz schick aus. Kann man schon mal machen. Skalen des Technologieelements sind in dieser Zone stärker. Brauch Pizza. Wer ganz nicht? Dringend. Nein. Diesmal lassen wir es nicht erwischen. Sag ich jetzt mal. Wahrscheinlich müssen wir hier dann ausweichen. Ah ne, hier ist ein... Oh. Oh, okay. Rein da! Nur für ich euch. Versteck mich hinter meinem. Okay. Schutz. Mach das. Ach, hier können wir Leute befreien mit oder 44 so. Leben ist das nicht so toll. Ja, ist in der Tat etwas abenteuerlich. Da links ist eine Essensplatte. Rechts. Hol dir die mal. Hab ich gemacht. Au, 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 au. Das ist voll nervig hier unten. Keine Freude mit den Herren und Damen. Weil, keine Ahnung. Roboter halt. Schon ordentlich Schaden gemacht. Pudding! Aber wie viel Pudding? Der hat fast unsere komplette Lebensenergie wiederhergestellt. Der Part von Skylander Superchargers ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Außerdem würde es mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dann wirst du in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen. Natürlich lohnt sich auch immer der Blick auf meine Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!